Türkei, in Belek, Familienurlaub. Trotzdem muss das Training ja weitergehen. Eigentlich stehen 9 Kilometer Aufbau im Programm, aber dafür bin ich absolut nicht im richtigen Modus. Aber versuche trotzdem 9 Kilometer zu laufen. Mal sehen, wie schnell, mal sehen, wie weit ich tatsächlich laufe. Auf jeden Fall ist es mal was anderes. Hier am Strand bei Belek. Da macht sich keine Vorstellung, wie anstrengend es ist. Wir haben zwar nur in Anführungszeichen 26 bis 28 Grad, aber durch diesen Sand hier zu rennen, Sonne voll im Gesicht, echt brutal. Ich bin erst bei 2 Kilometern. Ich weiß nicht, wie lange ich das durchhalte. Mir tropft der Schweiß von der Stirn. Ich kämpfe noch ein bisschen. Es sieht ein bisschen bescheuert aus mit dem Stirnband, aber das ist gerade mir immer so scheißegal. Hauptsache der nervige Schweiß kommt nicht mehr in die Augen. So, hier geht es nicht mehr weiter. Wie ihr seht, muss ich umkehren leider. Aber ich finde schon noch eine Strecke. Auf geht's. Umdrehen. Den ganzen Weg wieder zurück. Ich werde bekloppt. Ich dachte, ich könnte an der Straße zurücklaufen. War wohl nix. Auf dem Weg zum Hotel Titanic. Strand sieht schon mal nobel aus. Schauen wir mal. Vielleicht komme ich rein. Kein Hotel für mich. Der Weg zum Strand ist einfach zu weit. Der nationale Golfplatz direkt neben mir. Und ich laufe seit ca. 500 Meter endlich auf weitgehend befestigten Weg. Oh, ist das entspannend. Aber heiß ist es hier. Puh, hier geht kein Wind. Okay, da geht ein Shuttleboot zum Strand scheinbar. Das ist natürlich Luxus. Das Hotel scheint auch Luxus zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt. Wenn ich ein bisschen näher bin, zeige ich euch es nochmal. Hoffentlich kriege ich keinen Golfball ab. Ich laufe hier direkt an der Grenze. Schauen, ob die mich reinlassen. So, habe jetzt gerade am Empfang vom Club Titanic mal gefragt, ob ich über die Straße irgendwie zu meinem Hotel zurückkomme und wie weit es etwa ist. Die sagten ca. 3 Kilometer. Ich hoffe, es stimmt. Ich bin nämlich schon fast 7 Kilometer unterwegs und ich hoffe vor allem, dass da Gehwege sind. Also ein bisschen mulmiges Gefühl habe ich jetzt schon, aber ich sehe es optimistisch, zumindest noch. Also eins kann ich jetzt schon mal sagen, das Buffet heute Abend werde ich bis zum letzten auskosten. Sollte ich ankommen. Die andere Seite vom Golfclub. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich das als Extremlauf verbuchen kann. Natürlich komme ich, glaube ich, nah dran. Echsen sind auch genug da. Aber ich befürchte, es fehlen ein paar Skorpionen und Schlangen und Wüstensand. Wobei, hatte ja Strand, ne? Jede Menge.
sehe meine Teile. Ja. Fühlt sich etwa so an wie die Vollendung des Halbmarathons. Geil. Und es geht ein kühles Lüftchen und Schatten. Ich werde verrückt. Jetzt was trinken. All inclusive. Kein Alkohol, versteht sich.